Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Final Fantasy und befinden uns in der 59. Etage. Und ja. Hey. Dama. Seht mal. Cloud, komm mal rüber. Okay, hallo. Ich will endlich schlafen, nur ganz kurz. Ja, kannst du. Diese Ärsche. Fahren hier hoch und sehen die Aussicht und freuen sich in Wolf, wie schön das alles ist. Jedes einzelne dieser Lichter brennt nur, weil Shinra dem Planeten das Leben aussaugt und die merken's nicht mal. Das wäre mir ja fast auch so gegangen. Ich denke mal, da hinten hin wollen wir hin. Wir laufen noch ein Stück mal hier rum, um zu schauen, ob hier vielleicht noch was rumliegt, was wir brauchen. Aber dem sieht nicht so aus. Dann klopfen wir mal hier an. Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Ha! Die sollen's ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Ob die es nicht hören würden? Also wenn die da stehen und dann sagen... Also, und nicht, wenn die... das Gespräch, was sie gerade eben geführt haben, mit anhören würden. Na gut, es gibt ja nur den Weg. Warum müssen die eigentlich für alles diese scheiß Schlüsselkarten haben? Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Was mich ein bisschen stört, ist also so riesig groß ist. Und das Gelaufe so ewig lange dauert. Das stört mich ein bisschen. Also jetzt nicht nur hier drin, sondern so generell im Spiel. Das ist alles so, boah. Dauert alles so lange. Wir nehmen die hier. Nein, halt. Rolltreppe. Rolltreppe. Jetzt. Hat ein bisschen gedauert. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Oh, wie gesagt, na gut. Oh, werden alle beobachtet. Der spioniert sie alle aus. Schlingel. So, 60. Etage.
Da geht's rein. Ansonsten geht's noch hoch. Ich habe immer das Gefühl, dass hier noch irgendwas rumliegt, aber ach komm, egal. Klopf, klopf. Da ist aber einer von sich überzeugt. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Makostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Okay. Ob da noch eine Waffe rumhängt? Dort Leute, da arbeiten. Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Hä? Okay. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Gab's hier noch was? Sah nicht so aus. Ärgerlich. Pistole. Ah. Was ja auch so ungünstig dunkel ist. Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Kennen wir die eigentlich? Mal gesehen? Und es geht spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt! Oh, ich bin so gespannt. Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Erzählt die was? Da können wir fragen. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Zuerst die Waffen. Wie bitte, was soll ich tun, dass Sie lesen? Aber lass doch mal sehen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe, nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung, um das weite All und seine Ressourcen zu erobern. Jetzt, wo wir das Mako haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eis. Was ich bedauerlich finde. Da hat er nicht viel zu tun. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Das ist nicht so. Naja.
Den haben wir schon gesehen. Den kennen wir schon. Die Sicherheitsbehörde wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Den hatten wir schon, das Vergnügen. Motorrad. Da waren wir. Mal gucken, was der hier macht. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Makoreaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Und weiter geht's. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. Gut. Okay, dann halt doch noch nicht. Und jetzt? Ah. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Makoenergie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Hey. Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Mako fördern. Mako ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Mako-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Mako hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wurmt's mich umso näher. Gut, das ist jetzt nicht so interessant. Können wir gleich mal weitergehen? Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Ach, haben wir ein Glück. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Ich glaube, da dürfen wir nicht lang, da fehlt was. Dann gucken wir mal hier rein. Total tote Hose. Was jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten.
Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Marco kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Marco zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen in das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte, und entwickelte Methoden, Marco als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Marco-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's? Ist der auch einfach im alten Volk? Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Oh, ist das? Ist es das? Was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Na gut. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit sind Sie ein zertifizierter Shinra-Kenner. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Oh Mensch. Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten. Mein Name ist Hart. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja.
den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Marco-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wow. Wir sollen ihm wohl folgen. Ist er da? Oh, die ist groß. Eine Bibliothek? Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Ist alles ein Tick größer. Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Nun gut, machen wir erstmal an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen hinterlassen und das nächste Mal einschalten. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.